Hallo zusammen, hier ist wieder Chelan, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, welches wir innerhalb von einem Event abschließen können. Und zwar gibt es gerade das Event Geheimnisse von Azeroth. Das geht insgesamt lang 14 Tage, also 2 Wochen lang. Und da gibt es dann jeden Tag quasi eine weitere kleine Questreihe mit ein bisschen Rätselstuff, das wir abschließen können. Jetzt eine kleine Vorerklärung zu dem Ganzen, was schon bekannt ist von Blizzard. Es funktioniert so, wie gesagt, jetzt hier in Waldracken im Gasthaus gibt es immer eine Quest. Die könnt ihr abschließen und am nächsten Tag soll es dann dementsprechend die nächste Quest geben. Quasi jeden Tag eine neue. Und ihr sollt aber auch alle alten quasi später machen können. Heißt, wenn nach 14 Tagen das Event durch ist und alle 14 Rätsel verfügbar sind, könnt ihr auch in einem Aufwasch alle 14 machen und ihr könnt diese Rätsel auch nach dem Event quasi abschließen. Also das ist alles schon bekannt. Wir wollen uns heute den ersten Tag anschauen, also das erste Rätsel, das habe ich jetzt eben schon abgeschlossen und dafür gibt es nämlich ein Achievement und dieses Achievement finden wir unter Kunden und dann Dracheninsel und hier heißt es Wissbegierig. Dafür müssen wir Folgendes machen. Schließt während des Ereignisses Geheimnis von Azeroth die Geheimnisse des ersten Tages ab. Und dafür gibt es dann den Titel Der die Wissbegierige. Das gucken wir uns jetzt gleich an. Noch eine kleine Randinformation. Es gibt hier noch ein paar mehr Achievements. Unter anderem auch ein Meta-Achievement, wo man dementsprechend dann alle Rätsel lösen muss. Wenn alle verfügbar sind, werde ich auch dafür ein Video quasi Guide aufnehmen. Ich mache das jetzt nicht so, dass ich jeden Tag ein Video mache für das aktuelle Rätsel. Das wäre dann ein bisschen zu viel, aber ich mache dann am Ende quasi ein gesammeltes für alle, um dementsprechend dann alle mit abzuholen für das Mount. Und natürlich auch für die anderen. Genau, so viel dazu. Also wie gesagt, ihr könnt auch theoretisch alles, wenn das Event rum ist, zumindest laut Aussage von Blizzard, danach machen. Ihr müsst jetzt nicht jeden Tag unbedingt einloggen und jeden Tag das machen. Das könnt ihr aber. Ich werde es auf jeden Fall so machen, um das gleich auch für die Aufnahme mitzunehmen. Juti, dann würde ich mal sagen, schauen wir in den ersten Tag rein und dementsprechend auch in das Achievement. Als erstes müssen wir dann einmal nach Waldracken und zwar beginnen da die ganzen Quests. Wir können jetzt sofort in das Gasthaus hier gehen und dort die Quest annehmen oder wir nehmen die Pre-Quest dafür an oder Breadcrumb-Quest auch genannt. Das ist immer interessant für Leute, die Quests sammeln wie ich. Und zwar befindet sich die hier auf den Koordinaten 53, 60 in Waldracken. Und da haben wir Feiertagsbegeisterter. Die können wir annehmen. Und diese Quest schickt uns quasi einfach in das Gasthaus rüber. Ihr könnt selbstverständlich auch direkt in das Gasthaus gehen und dort die Quest annehmen. Dann verpasst ihr halt diese Breadcrumb-Quest. Ne? Wenn ihr die nicht sammelt, ist das für euch relativ wurscht. Gut, die geben wir jetzt hier einmal ab, kriegen eine neue Quest. Und jetzt müssen wir mit ihr quatschen und können einmal sagen, ich bin bereit. Und das machen wir. Und jetzt müssten wir einen Kasten kriegen, genau, ein mysteriöser Kasten. Der hält insgesamt 23 Stunden, dann verschwindet der und den können wir einmal öffnen. Und dadurch kriegen wir 2 Items, einmal den goldenen Kelch und dann erster Hinweis, der goldene Kelch. Und das können wir jetzt uns einmal durchlesen. Findet den rechtmäßigen Platz des Kelchs. Viele wissen, die Gäste der Kneipe zum gerösteten Geißbock oder der Kellner selbst mehr darüber. Okay, und jetzt können wir quasi schauen, ob wir hier was rausfinden. Jetzt können wir dann einmal mit den Gästen sprechen, beziehungsweise mit dem Gastwirt. Und ja, um das ein bisschen abzukürzen, der sagt, dass man quasi zur Bank gehen soll. Hier mit dem anderen Kollegen können wir auch noch sprechen und der meint, man soll den rechtmäßigen Platz suchen. Heißt, wir müssen jetzt einmal rüberlaufen oder fliegen, einmal zur Bank voll Waldracken und das machen wir jetzt mal und gucken mal, wo wir den jetzt hier anklicken können. Ah, seht ihr, da hinten haben wir das Ding. Das klicken wir jetzt einmal an. Und dann haben wir damit auch schon das erste Rätsel gelöst. Damit können wir jetzt wieder zurück und das einmal abgeben. So, dala. Also dann gehen wir zu ihr, geben das Ganze wieder ab. Und damit haben wir schon den ersten Fortschritt für das große Achievement hier. Wenn wir dann mit ihr sprechen, dann gibt es quasi eine Quest, die wir direkt wieder abschließen können. Und da gibt es einen Zeremonienspeer der Tuska. Das machen wir jetzt mal. Und den bekommen wir direkt ins Inventar. Und da müssen wir jetzt gucken, was wir mit dem Zeremonienspeer anfangen können. Mit dem Tuska-Speer sind wir jetzt einmal zu den Tuska rüber. Und zwar befinde ich mich jetzt
einmal hier im Azurblauen Gebirge und zwar im Tuscalaga bei den Koordinaten 12, 49. Und da müssen wir jetzt zu diesem Ältesten gehen, hier in diesem ja, kleinen unterirdischen Gebäude. Und dort haben wir Ältester Poa und mit dem können wir jetzt quatschen. Dem können wir nämlich einmal hier den Speer geben oder zeigen. Und jetzt hat er das Ding umgewandelt. Und wir haben quasi einen neuen Speer. Und er sagt uns auch, wo wir einmal hingehen sollen. Und zwar geht's jetzt für uns zu den Kaluak nach Nordend. Gut, dann sind wir in Nordend angekommen. Und zwar sind wir jetzt in der Drachenöde. Und zwar haben wir hier unten den Hafen von Muaki. Und dort müssen wir in das Hauptgebäude rein. Und mit dem Ältesten sprechen. Da haben wir einen Ältesten Konani. Und ja, dem geben wir jetzt einmal den Speer. Und der gibt uns eine Zeichnung und die können wir uns gleich mal angucken. Wo haben wir sie? Zeichnung des Ältesten. Okay, die scheint jetzt bei mir anscheinend gerade ein bisschen verbuggt zu sein. Aber man müsste da ein Gebilde drauf sehen und das müssen wir jetzt finden. Ich weiß schon, wo wir hin müssen und ich werde euch zeigen, wo wir da als nächstes dann hin müssen. Sudala, jetzt sind wir angekommen an dem Spot, wo wir hin müssen. Und zwar bin ich jetzt in der Boreanischen Tundra. Und hier unten, etwa auf den Koordinaten 33, 58, haben wir so eine Art, ja, so eine Statue, ein Gebilde. Oh, ich werde hier angegriffen. Da ist sogar Stufe 70, der Mob. Seht ihr, dieses Gebilde hier, das sollte eigentlich auf diesem Plan drauf sein, aber der buggt bei mir ein bisschen rum, deswegen, naja, egal. Wir haben es dennoch gefunden und hier müssen wir jetzt einmal quasi den Speer platzieren, das machen wir jetzt. Und ja, damit seht ihr, jetzt hauen wir den Mob mal um, nicht, dass da noch irgendwas droppt, ich glaube zwar nicht. Aber jetzt seht ihr, haben wir einmal das Achievement gekriegt für quasi den ersten Tag zum Abschließen. Und dadurch gibt es dann auch den Titel Wissbegierige oder Wissbegieriger, je nachdem, ob ihr einen männlichen oder weiblichen Char habt. Es gibt da natürlich noch einen Haufen weitere Erfolge, die werden wir uns in den nächsten Tagen noch angucken. Und ich werde natürlich auch für das Mount, wo es dann, wo man quasi alle von den Rätseln einmal lösen muss, ein Video machen und da wird dann dementsprechend alles mit drin sein. Beziehungsweise vielleicht schaut ihr das Video auch, weil der Teil gehört natürlich auch dazu. Gut. Ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, schaut da gerne in die anderen Videos noch rein. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.